Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Der Bittbrief der Kurverwaltung von Velden an den Wiener Trainer Senikovic hat nicht. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Die Unternehmer dürfen in Hessen weiter aus. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Überraschung im Reisegepäck. US-Präsident Reagan zum Staatsbesuch und zum Weltwirtschaftsgipfel nach Bonn gekommen, verhängte nach seiner Ankunft eine totale Handelssperre gegen Nicaragua. Hochspannung in der Bundeshauptstadt. Mehrere tausend Polizisten sind zum Gipfeltreffen zusammengezogen worden, um die Sicherheit der 6 ausländischen Staatsgäste zu garantieren. Tag der Arbeit. Die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai waren von der Sorge um die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und von Protesten gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesregierung bestimmt. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Herzlich willkommen bei den Tagesthemen. Und für den Fall, dass Ronald Reagan zufällig zuschaut, guten Abend, Mr. Präsident. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Duell im Fernsehen. Die österreichischen Präsidentschaftskandidaten heute Abend vor der Kamera. Terror in Nordirland. Protestantische Polizisten als Opfer protestantischer Extremisten. Versen auf dem Zahnärztetag in Köln. Hamburger in Rom. Die amerikanische Attacke auf Pizza und Pasta. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Mit Sabine Christiansen, unser Überblick. Strandwache, Borkum erwartet die Giftfracht. Prozess, Trubel um das Urteil im Fall Bobbitt. Luxus, Schweineleben in Saus und Braus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Panikmache ist viel. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nett, dass Sie bei uns sind, trotz Fußball. Ich hatte schon befürchtet, diese Sendung würde nur die Redaktion interessieren. Der Überblick. Auf Kollisionskurs, Jupiter und die Kometen. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwischen Bonn und München, da steht derzeit nicht alles. Das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute mit Ulrich Wickert und Thomas Gottschalk. Guten Abend, meine. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele ukrainische Städte, darunter auch Kiew, verweigern dem angeblichen Wahlsieger Viktor Janukowitsch die Gefolgschaft. Und 100.000 Ukrainer demonstrieren gegen den Wahlbetrug. Ein Türke in Deutschland braucht keine Integration in das hiesige Leben und unsinnige Subventionen belasten den Bundeshaushalt. Die ukrainischen Anhänger von Präsidentschaftskandidat Viktor Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Irgendwie haben wir heute eine Menge Abschiede im Programm des Ersten Deutschen Fernsehens, auch diesen hier. Lang erwarteter Rückzug. Tony Blair räumt das Feld für Gordon Brown. Lang erwartete Auszahlung. Israel hilft allein Abbas. Und lang andauernde Treue. Der Fanfriedhof von Boca Juniors. 13 Jahre hat der britische Schatzkanzler Gordon Brown auf diesen Tag. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Gleich zwei Personalien in unserer heutigen Sendung. Ich bin die Neue bei den Tagesthemen und Thomas Enders wird neuer Chef bei. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister zu Guttenberg plant die tiefgreifendste Reform der Bundeswehr seit ihrer Gründung vor 55 Jahren. Unsere Themen. Truppenappell. Minister will Wehrpflicht aussetzen. Infektionsgefahr, Hygienemängel in Krankenhäusern. Und Überlebenskampf, das Leid der Kinder in Pakistan. Die Bundeswehr, eine starke Truppe, so hieß es jahrelang auf Werbeplakaten. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir stehen am Rand einer Katastrophe, sagte heute der ukrainische Ministerpräsident und er verlor noch am selben Tag einen wichtigen Mitstreiter. Die Tagesthemen. Überläufer, die Schwäche der ukrainischen Armee. Außerdem Überraschung, deutsche Animation als Oscar-Anwärter. Und Übermacht. Hoffenheim spielt Wolfsburg an die Wand. Putin gegen den Rest. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend, meine Damen und Herren. Kreml-Chef Putin will sich als Samariter inszenieren, doch seine Wohltaten sind in der Ukraine nicht willkommen. Unsere Tagesthemen. Verwirrung um russischen Hilfskonvoi für die Ukraine. Außerdem, Deutschland hilft nicht mit Waffen, aber mit militärischer Ausrüstung im Irak. Und die Welt verneigt sich vor Robin Williams. Die Russen als Helfer und Friedensstifter. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abud. Guten Abend. In nur 11 Jahren hatte Italien 7 Ministerpräsidenten. Doch jetzt könnte die erste Frau die Führung. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und auch von mir einen guten Abend. Und zwar am Tag 1 nach der Parlamentswahl in Italien, nach der die Italienerinnen und Italiener mit gleich mehreren Erkenntnissen heute aufgewacht sind.